Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt ein kleiner Shopping Haul. Ihr werdet auch meine Gala-Kleider sehen. Wie viele von euch wissen, sind wir heute Abend in der Fernsehgala, die Goldene Henne. Und da kommen wir schon wieder zu einem ganz wichtigen Thema. Und zwar müsst ihr heute nochmal richtig fest für mich voten, dass wir diese Goldene Henne gewinnen können. Der Link ist in der Infobox, wo ihr voten könnt. Ihr könnt alle 5 Sekunden neu wählen, deswegen haut jetzt in die Tasten rein und wählt 100 mal, 200 mal für mich. Also ihr könnt wirklich sehr oft wählen, alle 5 Sekunden, ne? Und wir werden heute sehen, wer die beste Community hat. Und jetzt geht's wieder mit dem Video weiter. Ich habe gesagt, ich zeige euch als erstes mal meine Gala-Kleider. Ich weiß noch nicht, welches ich nehmen soll. Ich habe nämlich 2 Stück. Und hier haben wir als erstes, als es meine Mama mir mitgebracht hat aus dem Urlaub. Wisst ihr ja bestimmt, dass meine Mama im Urlaub war. Das sieht so aus, das ist so ein Blumenkleid. Von der Seite, so von vorne. Ich finde das richtig schön. Und die zweite Entscheidung liegt bei diesem Kleid. Das kennt ihr bestimmt schon aus meinem Geburtstagsvideo in der Türkei. Das hatte ich da auch schon an. Das ist halt so silber und halt auch richtig lang zum Boden. Und da liegt die zweite Entscheidung drin. Ich weiß wirklich noch nicht, welches ich nehmen soll. Wir werden dann schon sehen. Und unter, natürlich, welches Kleid ich dann halt nehme, ziehe ich dann diese Schuhe hier an. Das sind silberne, abstehend, sind noch nicht kaputt, sind auch perfekt. Hatte ich auch mal am Geburtstag an, die finde ich richtig schön. Also wenn natürlich klack, klack sind, sage ich immer, das sind abstehende Schuhe halt. Und die finde ich halt auch richtig schön, deswegen ziehe ich die da drunter. Das ziehe ich nicht an der Gala an, aber das sind Schuhe. Die gehen halt so bis zum Knöchel hier ungefähr. Glänzend, sind so ein bisschen matt hier. Und an der Seite ein bisschen weiß und die finde ich halt auch richtig schön einfach. Und ich habe mich so in die verliebt, da habe ich gesagt, ich muss die jetzt mitnehmen. Und so sehen die aus. Und dann habe ich mir noch, also jetzt nicht für den Sommer, aber keine Ahnung, so bei kurzen Schuhen solche kurzen Socken geholt. Viele, wo drauf steht, weil die mag ich eigentlich ganz gerne. Hat zwar jetzt nichts damit zu tun mit Schuhen, aber ich finde die halt, also Socken sind immer gut. Und dann habe ich mir noch 2 Haargummis gekauft. Einmal in schwarz mit weißen Punkten und einmal in weiß mit schwarzen Punkten. Die finde ich, diese Haargummis, die nennt man, glaube ich, Scrunchies nennt man die. Und die sind halt richtig gut, weil sie also richtig weit auseinander dehnen können und die man so gut um die Hand stülpen kann. Sind richtig cool. Und deswegen habe ich mir die hier mitgenommen noch. Jetzt kommen wir zu den restlichen Sachen. Und zwar haben wir hier einmal einen Pulli in beige. Mit weißen Streifen finde ich richtig schön. Und dazu haben wir eine beige karierte Hose, die passt natürlich gut dazu und das finde ich ist ein guter Mix. Dann haben wir hier einmal eine nicht rote, lila rote Pose mit so Streifen hier, wo super drauf steht. Fand ich richtig schön, wie eine Jogginghose. Und drüber habe ich mir überlegt, ziehe ich dieses, nicht Pulli, aber so ein dünner Pulli an. Hier mit so einem Reißverschluss oben, geht bis zum, also hat einen Kragen oben. Und der passt halt gut, weil er auch so ein bisschen rot ist, rot-lila. Und dann habe ich mir noch eine Mütze gekauft, die ist gelb, wo All Right steht. Hier unten finde ich auch richtig schön. Und dann habe ich hier noch eine blaue Hose, wo Streifen drauf sind an der Seite. Genau. Und dann habe ich mir noch als letztes diesen Pulli hier gekauft. In schwarz und wo eine Schrift drauf steht. Und ich mag halt irgendwie so Pullis, die halt so ein bisschen, nicht bis zu Knien, aber so länger sind. Und deswegen habe ich mir das hier gekauft. Das war's dann auch mit dem Shopping Haul. Das reicht jetzt dann vorerst mal. Lasst dem Video doch auf jeden Fall einen Daumen da und vergiss nicht zu voten heute noch. Aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen uns dann.